Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute das erste Foot Champions Video in FIFA 18 und ihr seht ja schon in meinem Hintergrund, ich bin hier bei den letzten 5 Spielen. Ich stand 34-1 zu dem Zeitpunkt. Leider habe ich im 15. Spiel schon eine Niederlage kassiert, was sehr, sehr ärgerlich ist. Aber ein 39-1 wäre trotzdem nicht so verkehrt für die erste Weekend League in FIFA 18. Und das wäre ja auch eine Top 100 Platzierung. Und das war ja mein Mindestziel. Und ich werde jetzt auf die letzten 5 Spiele eingehen, werde ein bisschen dabei quatschen über die Weekend League. Und ihr schreibt mir jetzt am besten mal direkt in die Kommentare, wie ihr abgeschnitten habt und was euer Ziel war. Seid ihr mit eurem Ergebnis zufrieden oder meint ihr, da wäre mehr drin gewesen? Haut es unten in die Kommentare und ich würde sagen, wir fangen an direkt mit dem ersten Spiel im Hintergrund. Lass ich es laufen. So, im ersten Spiel hatte mein Gegner dieses Team hier direkt mit Pushkarten. Vorne sind Dumbia und Alejandro Gomez aus der Serie A und ja, direkt mal Pushkarten draufgehauen. Aber hat mich nicht so direkt gestört, denn schon in der 6. Minute komme ich hier nach vorne auf Griezmann, der rüber auf Cristiano Ronaldo im 16er und da trifft Ronaldo 10 von 10 Versuchen auf jeden Fall und die schönen Coca-Cola-Trikots, wer nicht weiß, woher es die gibt es aus einem Code. Und wer flink ist, kann sie auch auf dem Transfermarkt ersnipern. Ich habe sie auf dem Transfermarkt gesniped, wurde darauf aufmerksam gemacht und habe mir die direkt geholt. Und jetzt hier, das war ziemlich ärgerlich, denn ich hatte den Pass schon eigentlich abgefangen. Aber er kommt irgendwie nochmal dran, spielt den Pass auf Gomez und der macht das 1:1. Hat mich persönlich ziemlich aufgeregt, weil ich das Ganze eigentlich schon richtig antizipiert habe. Aber manchmal ist es so, der Ball springt zurück zum Gegner. Und dann entsteht wieder eine neue Situation und da konnte ich dann nicht mehr viel machen. Aber es, ich habe mich davon nicht wirklich beeindrucken lassen, denn direkt nach Anstoß spiele ich mich wieder durch. Ja, man kennt das, leidiges Thema, aber hier, das ist eine sehr, sehr schöne Kombination. Direkt nach Anstoß und direkt das 2:1 wieder. Sehr, sehr wichtig, dass ich da direkt wieder in Führung gegangen bin und dann kommt ja auch der Dybala-Jubel. Allgemein muss man zu Weekend League sagen, dass es ja diesen Patch gab, der unmittelbar kurz vor der Weekend League auf der PS4 und auf der Xbox One gekommen ist. Der Aufschrei war groß bezüglich des Patches. Hier kommt das 3:1 und damit die Entscheidung. Und ich persönlich muss sagen, bin kein Freund vom Patch. Ja, der Gegner hat jetzt hier auch ein Rage Quit gemacht. Somit war schon mal das 36. Spiel gewonnen. Wir stehen jetzt bei 35:1 und zurück zum Patch. Ja, ihr könnt mir auch mal ganz kurz eure Meinung zum Patch unten in die Kommentare schreiben. Ich finde da mehrere Sachen so nicht in Ordnung. Vor allem, dass das kurz vor der ersten Weekend League ist. Wir hätten doch die erste Weekend League noch so spielen können, wie das eigentlich war, oder nicht? Also bin ich der Meinung. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass der Patch das Spiel nicht verbessert hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich wollte ich in diesem Video nicht wirklich großartig auf den Patch drauf eingehen, aber diese ein, zwei Sätze sollten schon auch sein. So, dieser Gegner war sehr, sehr eklig, muss man sagen. Ja, er kommt hier mit seinem ersten Angriff, den er eigentlich auch gut ausgespielt hat, zum 1:0 und danach stand er eigentlich nur noch hinten drinne. So, hier die dicke Chance konnte ich nicht ausnutzen zum Ausgleich. Dann kommt wieder eine gute Chance, wo ich mich reinspiele mit Thierry Henry und er geht am langen Pfosten vorbei, dann eine Freistoßsituation spiele ich kurz aus mit Cristiano Ronaldo in der Box, die macht er auch öfters rein, also schon sehr, sehr viele Chancen zu dem Zeitpunkt und der Gegner kommt dann hier mit seinem zweiten Angriff wieder in den 16er mit Hung Ming Song, der dann aus dem Spitzenwinkel das Ding in reinhaut, 2:0 für den Gegner und der Gegner hat sich dann noch weiter hinten reingestellt. Ich glaube, in der nächsten Szene kann man das auch ganz gut sehen, wie tief der eigentlich stand, also die ganze Mannschaft von ihm war bei ihm in der Hälfte, selbst der Stürmer war bei ihm in der Hälfte. Hier sieht man es. Ihr könnt ja kurz pausieren und einfach mal zählen, wie viele Mann im 16er sind. Thierry Henry habe ich trotzdem anspielen können, der konnte aber nicht abschließen, weil einfach 15 Mann ungefüllt um ihn herum waren. Aber dann Dembélé hier, schöne Drehung, ist im 16er, da kommt der Gegner zu Ungestüm. Es war nicht die CPU, wir sehen es ja mit dem weißen Pfeil über den Kopf, das er selber gemacht hat. Und das bedeutet Elfmeter und für mich bedeutet das, ich habe die Chance, nochmal ranzukommen, kurz vor der Pause. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt, wie Manni Breukmann sagen würde. Und ja, so mache ich dann es auch. 2:1 an der Stelle, ich habe verkürzt und für mich selbst war das auch gut im Kopf, dass ich vor der Pause diesen Anschlusstreffer hatte. Kurz nach der Pause habe ich dann einen Konter hier bekommen. Der Gegner war mal irgendwie überraschenderweise sehr offensiv und das habe ich sehr schön ausgespielt. Thierry Henry auf Dembélé, der direkt rüber auf Ronaldo und dann ist das Ding drin. Und es geht weiter, hier der El Tornado und Begovic mit einer super Parade. Schade.
Wäre ein sehr, sehr schönes Tor geworden, aber die Situation ist noch nicht vorbei. Kanté am 16er. Spielt rüber auf Valencia. Der sieht Kanté ganz schön. Kanté jetzt im 16er. Legt ab auf Dembélé. Dembélé mit der Flanke. Der Begovic kommt raus. Klärt nicht gut. Thierry Henry ist da. Und ich war mega froh, dass ich den reingemacht habe. Und bin dann auch erstmal zur Bank gelaufen. Denn der Gegner hat sehr, sehr eklig gespielt. Das seht ihr hier alles gar nicht in den Highlights. Aber wenn man die 60 Minuten komplett durchgeguckt hätte, wüsste man, wie der Gegner teilweise nach dem 2:0 auch auf Zeit gespielt hat. Ja, hier habe ich mich mal schön durchgetankt. Schönes Roulette. Und da wollte ich den Ball über den Keeper lupfen, weil das ging vor dem Patch noch. Ich sage, kurz vor der Weekend League den Patch rauszubringen, man hatte gar keine Möglichkeit, sich auf diesen Patch einzuspielen. Da macht man natürlich die Sachen, wo man denkt, dass die eigentlich klappen. Und hier, Maldini wird eigentlich gefoult vom Gegner. Schiri pfeift es nicht ab. Der Angriff läuft weiter. Natürlich klare Vorteilssituation für den Gegner. Er spielt es dann auch noch gut aus und macht das 3:3 in der 85. Minute. Und das persönlich hat mich dann wieder richtig auf die Palme gebracht. Erstens, dass das Foul nicht abgepfiffen wurde. Und ich war eh irgendwie schon richtig, einen richtigen Halter auf den Gegner. Hier komme ich aber nochmal ran. Schieß an den Pfosten. Dembélé glitscht rein, aber es war abseits. Das war in der 89. Minute. Ich habe aber noch einen Eckball bekommen in der 90. Minute, Freunde. Und ja, den habe ich mit diesem Mal reingehauen, so wie ich den immer reinhaue auf den ersten Pfosten. Ramos Köf, Begovic wehrt ab. Vieira steht da, macht das Tor zur 90. Und dann habe ich auch diesen Tilt-Move, also hier mit diesem Move gemacht, weil ich einfach abgefuckt war, ja, vom Gegner, muss ich sagen. Ich glaube, der eine oder andere kann das natürlich nachvollziehen. Ich bin eigentlich nicht derjenige, der hier direkt provoziert, aber ich lasse mich doch mal schnell provozieren. Vor allem ist das hier das 37. Spiel gewesen und da sind die Nerven dann doch schon irgendwo mal nicht mehr ganz so da wie im ersten Spiel. Ne? Das ist ganz klar. Jetzt hier im 38. Spiel haben wir gegen dieses Team gespielt. War jetzt nicht das beste Team, so ein normales Team, was man eigentlich in der Weekend League sieht. Hier haben wir wieder einen El Tornado gehabt und der dann leider gegen den Pfosten. Und die nächste Situation geht auch mir. Zweimal Heal to Heal und Ter Stegen hält. In der 15. Minute, hier haben wir ganz, ganz gut Druck gemacht. Ronaldo im 16. Da spielt in die Mitte, da ist Griezmann und dann kommt das 1:0 durch Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, eine absolut geile Karte. Auf mein Team werde ich in einem morgigen Video eingehen, da werde ich euch mein ganzes Team zeigen. Die Anweisungen, die Taktik und die Formation, mit der ich gespielt habe, werde ich euch dann auch näher präsentieren. Dembélé macht dann hier gleich das 2:0 und da war eigentlich die, ja, die Luft raus, ne, beim Gegner. Und dementsprechend ist er auch rausgegangen. Sind wir jetzt im vorletzten Spiel und diese Teams sind die, das sind die ekelhaftesten Teams für mich. Also Serie A-Teams sind die Teams, gegen die ich am meisten Probleme habe. Und im vorletzten Spiel kam dann so ein Gegner, aber zum Glück konnte ich hier schon direkt in der 2. Minute das Tor erzielen. Die einzige Niederlage, die ich übrigens auch in dieser Weekend League bekommen habe, war auch gegen das Serie A-Team und der Gegner ist rausgegangen. Das bedeutet 38-1 und schon eine Top-100-Platzierung. 38 hätte aber nicht gereicht, Freunde, auf der PS4. Wir hatten 30 Leute mit 40-0 und jede Menge Leute mit 39-1. Und dementsprechend musste ich in der letzten Partie gegen einen Deutschen spielen, der mich kannte. Und ja, zum Glück bin ich in der 8. Minute direkt in Führung gegangen mit Thierry Henry. Ein sehr, sehr feiner Abschluss. Und jetzt kommt er aber hier auch nochmal ran. Spielt hier aus der Drehung auf Gamero und der Pass ist dann einfach perfekt in den Rücken von Maldini, 1:1, aber hat mich dann nicht so wirklich gestört, denn mit Ronaldo bin ich hier jetzt wieder, schönes L1-Dribbling, der Gegner ist dann einfach ausgetrickst worden, da ist das 2:1 und damit war ich eigentlich sicher, dass ich das Ding hier auf jeden Fall auch nach Hause bringen werde. Kanté nochmal auf Cristiano Ronaldo, der versucht hier nochmal Kanté anzuspielen, aber Kanté holt sich den Ball zurück, da muss der Gegner besser klären und das ist schön gespielt, Thierry Henry auf Dembélé und Dembélé mit dem First Touch direkt in die lange Ecke, 3:1, der Gegner pausiert an der Stelle, aber es kam nicht der Rage Quit. Thierry Henry jetzt hier schön geschickt geworden und das ist meiner Meinung nach ein Foul. Wir sind ja mit dem Giovinco-Spin am Torwart vorbei und der behindert mich. Ja, es ist die CPU etc., aber wenn der Torwart mich ja nicht behindert, hau ich das Ding da einfach rein. Wir sind jetzt in der 90. Minute, Cristiano Ronaldo, da hätte ich eigentlich nochmal auf Griezmann spielen können, hab da aber noch eine unnötige Skill-Move gemacht und dann war es auch vorbei. 39-1 ist das Ergebnis am Ende. Ich denke, das ist sehr, sehr akzeptabel für die erste Weekend League. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde.
Das Video ist jetzt hier an der Stelle auch vorbei. Man sieht jetzt hier, ist der Play-Balken und so auch alle schon da. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da. Morgen oder übermorgen kommt ein Video zu meinem Team, mit dem ich gespielt habe. Freistoß-Tutorial habt ihr euch gewünscht beim letzten Mal. Da werde ich mich jetzt dran setzen und das auch für euch aufnehmen. Und allgemein danke für euren Support. Ich habe mich beim letzten Mal schon mal drüber bedankt. Wir haben die 20.000 Abonnenten geknackt. Sehr, sehr geil, Freunde. Ich bin raus. Peace out und ciao.